Hallo liebe Pöhlersbande und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei uns auf dem Kanal. Und auf dieses Video freue ich mich ganz besonders, denn Borussia Dortmund hat wieder einen neuen Trainer. Und es ist der alte Trainer, es ist Edin Terzic. Alle Infos dazu jetzt im Video. Ja, da ist es also vollbracht, der logische Schritt ist getan und es ist offiziell. Edin Terzic wird wieder Trainer von Borussia Dortmund und unterschreibt morgen ein bis 2025 datiertes Arbeitspapier. Und ich glaube, wir alle, da spreche ich jetzt wirklich für nahezu alle Borussen, freuen uns extrem, dass Edin wieder da ist. Es hat mit Marco Rose aus verschiedensten Gründen eben nicht sein sollen. Und jetzt haben wir wieder einen Trainer, der eben weiß, was Borussia Dortmund ist. Der weiß, was Borussia Dortmund bedeutet, der weiß, wie man Borussia Dortmund lebt, weil er eben selber Fan ist, weil er von der Tribüne kommt. Und das ist eine Konstellation, die ein emotionaler Verein wie Borussia Dortmund eben auch benötigt. Ja, es hätte ein Nuri Sahin sein können, es hätte ein emotionaler Trainer wie Jürgen Klopp eben sein können, aber es ist eben Edin und Edin ist Edin. Und er hat auch keine Angst, sich zu verbrennen tatsächlich, sondern hat viel mehr Lust auf die Aufgabe, jetzt Borussia Dortmund wieder so richtig in die Spur zu bringen und dahin zu führen, wo wir eigentlich auch herkommen, zu erfolgreicheren Zeiten. Und jetzt, um das Ganze auch einzusortieren, möchte ich aber diese Euphorie gar nicht unbedingt dämpfen, weil ich freue mich ja selber wie ein kleines Kind, dass Edin wieder da ist und wir wieder einen leidenschaftlichen Trainer haben, der eben Borussia Dortmund verkörpert wie kaum ein anderer. Das ist wunderschön und das ist genau das, was es braucht. Aber, liebe Leute, ja, und deswegen habe ich das Video auch genannt, lieber Edin und liebe Fans, weil da nehme ich mich natürlich auch selber mit rein, weil ich bin ja auch Fan des Vereins und ihr merkt ja, meine Euphorie ist wirklich am Start und ich könnt am liebsten morgen in die neue Saison auch starten mit Edin, ab in die Vorbereitung mit den Jungs und so weiter. Wobei, den Urlaub haben sie sich jetzt mal verdient. Also die Vorfreude ist riesengroß bei mir. Aber trotzdem müssen wir echt aufpassen, dass wir keine überzogene Erwartungshaltung an den Tag legen. Und zwar alle zusammen nicht. Deswegen mein riesiger Appell an jeden ernst gemeinten, ehrlichen, richtigen Fan von Borussia Dortmund. Bitte! Nur weil Edin jetzt dieses Arbeitspapier unterschrieben hat und unterschreiben wird, sagen wir es mal so, heißt das nicht, dass wir in dieser Umbruchsaison direkt deutscher Meister werden, die Champions League gewinnen, den Weltpokal, den DFB-Pokal und vielleicht werden wir auch direkt noch mexikanischer Meister on top. Bitte nicht diese Erwartungshaltung. Damit tun wir uns keinen Gefallen, denn ich habe viele Nachrichten bekommen. 7 Trainer in 7 Jahren und gar keine Konstanz auf der Trainerposition und genau das ist es. Wir hatten keine Konstanz auf der Trainerposition. Das liegt aber auch ein bisschen an der überzogenen Erwartungshaltung. Und ja, mag sein, dass Marco Rose das jetzt so vielleicht nicht hatte, dass Marco Rose vielleicht diese Geduld von uns Fans nicht so bekommen hat, dass der direkt hat liefern müssen, dass der direkt an den krassesten Sachen gemessen wurde und daran letztlich vielleicht auch gescheitert ist. Das mag sein. Aber den Fehler dürfen wir gerade beim Dortmunder Jungen Edin nicht wieder tun. Dieser Fehler darf sich auch auf Fanseite meiner Meinung nach nicht wiederholen. Denn wenn wir eine Erwartungshaltung in meinen Augen haben dürfen an die kommende Spielzeit, dann ist es die, dass wir natürlich einen klaren Matchplan sehen müssen, dass wir eine Weiterentwicklung auf spielerischer Ebene sehen müssen, dass wir mehr Leidenschaft, mehr Identifikation sehen müssen, mehr Einsatz sehen müssen. Das schon. Was dann am Ende dabei rumkommt, werden wir nach dem 34. Spieltag erleben. Und dann würde ich sagen, wenn das in der Saison gut läuft, dann bin ich auch der Letzte, der sagt, warum sollten wir das jetzt irgendwie stoppen? Warum sollten wir uns wieder kleiner machen, als wir sind? Ich glaube, wenn du einmal im Flow bist, dann kannst du auch mal markige Aussagen machen, dann kannst du dich auch daran messen lassen. Sollten wir nochmal irgendwann 9 Punkte Vorsprung haben, dann musst du auch sagen, ja, jetzt wollen wir es auch werden. Aber Leute, es ist eine Umbruchsaison und es ist eine radikale Umbruchsaison, denn wir haben eben ein neues Trainerteam mit dem neuen alten Cheftrainer Edin Terzic, mit neuen Spielern, mit Abgängen, mit einem neuen Sportdirektor Sebastian Kehl. Das muss ich erstmal finden. Ich glaube, der Druck auf Edin ist sowieso schon groß genug. Ich glaube, auch der Druck, den Edin sich selber macht, ist groß genug, weil er weiß, was Borussia Dortmund bedeutet, weil er weiß, was Borussia Dortmund zu leisten imstande ist, weil er weiß, wie man Borussia Dortmund anpacken muss. Und ich glaube, diesen Anspruch hat der Mann jetzt auch an sich selber. Und ich glaube, der Druck, den er sich selber macht, der ist schon der größtmögliche. Deswegen sollten wir einfach gemeinsam als Gemeinschaft
hinter Borussia Dortmund stehen. Und wenn wir Rückschläge erleiden, dann erleiden wir die gemeinsam. Und wenn wir Siege einfahren, dann fahren wir die gemeinsam ein. Und wenn wir auch doch noch mal viele Gegentore bekommen sollten, dann bekommen wir die gemeinsam. Lasst uns aber mit diesem Mann, der wirklich Borussia Dortmund verkörpert, in die nächste Saison gehen, aber auch in die nächsten Jahre gehen vor allen Dingen. Lasst uns unseren Teil als Fangemeinschaft dazu beitragen, dass wir wieder ein ruhiges Fahrwasser bekommen. Und ruhig im Sinne von Konstanz. Lasst uns gemeinsam für Konstanz sorgen. Ruhiges Fahrwasser heißt nicht, dass wenn wir auf einer Erfolgswelle schwimmen, dass wir dann sagen müssen, nee, und die Bayern, das Maß aller Dinge und so weiter, das müssen wir nicht tun. Dann darf man auch mal rausknallen, dann muss man auch mal mutig sein, dann muss man sich auch mal was trauen. Aber in dem Moment, jetzt erstmal vorweg, lasst uns entspannt da rein starten. Und ich weiß, wie schwer das ist, weil meine eigene Emotion ist so riesig, meine Vorfreude ist so riesig. Das sollten wir auch mitnehmen, die Vorfreude, aber ohne den Druck und ohne eine Erwartungshaltung. Denn ganz ehrlich, wenn du Erwartungen hast, was kann dann passieren? Wenn du Erwartungen hast, dann können diese enttäuscht werden. Und Enttäuschung heißt, es ist das Ende der Täuschung. Und eine Täuschung wäre es, wenn wir jetzt erwarten, es funktioniert das und es funktioniert am Ende des Tages nicht und dann sagen wir, oh, haben wir uns aber anders vorgestellt, ne? Und dann sind wir wieder enttäuscht und dann sind wir auch emotional wieder down. Und das müssen wir verhindern, indem wir im Vorfeld schon diese überzogene Erwartungshaltung eindämmen. Wir als Fans können da einen riesen Beitrag leisten, denn es gibt unglaublich viele Fans von Borussia Dortmund, national wie international, haben wir eine riesen Fangemeinschaft. Und wenn wir jetzt geschlossen zum Verein, zu Edin Terzic, zum neuen Kader, zur Vereinsführung stehen und wir gemeinschaftlich diesen Weg beschreiten, ich glaube, dann kann dieser schlafende Riese wieder aufgeweckt werden. Und schlafende Riese, warum? Wir sind doch Tabellenzweiter geworden, ja. Aber da schlummert noch so viel mehr fußballerisches Potenzial, emotionales Potenzial. Da ist so viel momentan noch unter dem Teppich, was da wieder raus will, ja. Das können wir maßgeblich mitsteuern als Fans. Und das wäre mein riesiger Wunsch, weil die Medien werden sowieso ihre Schlagzeilen wieder generieren. Die Medien werden sowieso sich wieder draufstürzen, weil sie Auflagen, weil sie Klicks generieren müssen. Das ist deren Job. Ja? Die werden das so oder so tun, egal wie wir Fans uns verhalten. Die Medien machen ihre Medien sowieso, ihre Schlagzeilen sowieso, weil sie es müssen. Weil das deren Arbeitgeber von denen so verlangen. Das ist halt das Geschäft, so funktioniert das. Aber lasst uns nicht noch mit auf diesen Zug aufspringen. Denn wenn du eine Unruhe im Fanumfeld hast, dann sagen auch da die Medien wieder, guck mal, das ist gefundenes Fressen. Und dann steigen die wieder drauf ein. Und dann ist es irgendwann wieder so ein Selbstläufer, so ein Schneeball, so eine Lawine. Dann kannst du das irgendwann nicht mehr einfangen. Und dann müsste eventuell Edin wieder den Hut nehmen oder was weiß ich, was dann passiert. Und das ist meine größte Angst, die ich habe, dass wir einen so passenden Menschen, der sich Borussia Dortmund so verschrieben hat, ich habe ihn persönlich kennengelernt, er ist ein unfassbar toller Mensch. Das wäre meine größte Angst, dass wir so einen feinen Kerl irgendwann vor die Tür setzen müssen, nur weil da wirklich externe Faktoren zugeführt haben und es nicht unbedingt an Edin lag. Das ist meine Riesenangst und daher ist es von Herzen meine Fanbitte an jeden einzelnen Fan von euch mit da draußen, lasst uns diesen Fehler gemeinsam nicht tun. Sondern lasst uns einfach die Vorfreude mitnehmen. Lasst uns die Neuzugänge spüren lassen, was Borussia Dortmund ist, was positive Verrücktheit ist. Wir lieben diesen Verein alle, wir leben diesen Verein alle, wir sind alle Borussia Dortmund mit Herz und Seele und mit allem, was wir haben. Und lasst uns diese positive Energie 34 Spieltage durch die Bundesliga knallen, international knallen. Lasst uns auswärts Gas geben, lasst uns zu Hause Gas geben, lasst uns allen zeigen, boah, Alter, das ist Borussia Dortmund, das will ich haben. Das müssen wir tun. Da müssen wir alle wie eine Eins hinter Edin, hinter Aki, hinter der Vereinsführung stehen. Es heißt nicht, dass wir immer alles gut finden müssen, was da passiert. Nein, aber lasst uns jetzt mal Geschlossenheit demonstrieren, damit wir das aufs Papier kriegen, damit wir das auf den Rasen bekommen, damit wir das ja in die Atmosphäre, ins Stadion bekommen. Das ist mein Wunsch. Aber erwartet nicht direkt irgendwelche Wunderdinge vom Kader, von Edin. Er ist nun Mensch. Er kocht auch nur mit Wasser und er kann nun mal nicht zaubern. Natürlich kann er in kurzer Zeit und in mittel- und langfristiger Zeit was bewegen. Und da gehe ich ganz stark von aus, weil er wirklich jemand ist, der packend ist, der mitreißend ist, der emotional ist, der eben hier regional verwurzelt ist. Das wird passieren, aber gebt uns bitte Zeit dafür. Ja, das ist mein Riesenwunsch. Also, liebe Fans von Borussia Dortmund, wenn euch dieser Verein genauso viel bedeutet wie mir, bitte lasst uns an einem Strang ziehen, alle gemeinsam für Edin, für Borussia Dortmund, für die neuen Spieler, für die alten Spieler, für jeden Einzelnen, der Schwarz-Gelb trägt und liebt.
lasst uns eine Einheit bilden, weil dann kann es was ganz Krankes werden auf lange Sicht. Und davon gehe ich aus, weil Borussia Dortmund ist nichts weiter. Borussia Dortmund ist nicht emotionslos und Borussia Dortmund ist nicht irgendwas. Borussia Dortmund ist was ganz Besonderes. Und das können wir wieder zeigen und da müssen wir wieder hin zurück. In dem Sinne, schön, dass ihr mir zugehört habt. Vielen lieben Dank dafür. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Den Kanal abonnieren, wer es noch nicht getan hat und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Edin, mir bleibt nur zu sagen, ich wünsche dir nur das Beste. Vielen lieben Dank. Du bist ein absolut feiner Kerl. Behalt dir das bitte bei. Bleib einfach so, wie du bist. Und wir werden einen extrem spannenden, emotionalen und erfolgreichen Weg zusammen gehen bis 2025. Und ich predikte jetzt einfach mal auch weit darüber hinaus. In dem Sinne, ich freue mich, dass du wieder zurück bist. Ich freue mich, dass du unser Cheftrainer bist. Und ich freue mich, dass wir jemanden an der Seitenlinie stehen haben, der weiß, wie wir Fans ticken und der weiß, was wir hier sehen wollen von euch allen. Das ist brutal geil und ich freue mich. Und es wird einfach geil. In dem Sinne bin ich raus, wünsche euch noch eine gute Zeit und sage bis dann. Euer Toxi.